Bonjour Leute und willkommen zu meinem kleinen neuen Video hier. Und zwar bin ich heute im Wald, vielleicht habt ihr es auch schon im Titel gelesen. Muss ich dann mal gucken, wundert euch nicht, wenn ich so hektisch spreche. Und zwar bin ich hier, wie schon gesagt, im Wald. Und hier in diesem wunderbaren Wald gibt es nämlich Holundersträucher. Und ich war hier gestern schon, da habe ich eine Leptothorax Hymnothorax gefunden. In einem Ast, da war leider nur eine Arbeiterin dabei. Und keine Königin oder so. Schade. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich gehe heute nochmal hin. Hier haben wir überall Holunderäste. Ich war hier gerade an einem und habe hier auch schon eine gefunden. Wundert euch nicht, dass es so beschlagen ist. Ich habe hier ein bisschen Luft reingepustet, damit die ein bisschen Luft haben. Hier. Ja, das ist ein bisschen beschlagen, damit die halt Luft haben. Ich weiß auch nicht, ob hier eine Königin dabei ist. Das gucke ich dann erst zu Hause. Ja, aber damit die genug Luft haben, wie gesagt. Ja, hier, ihr seht schon, hier gibt es wirklich überall Sträucher. Hier gibt es einen, gibt es hier noch zwei und dann gibt es hier auch noch einen. Und hier gibt es überall welche. Letztes Mal habe ich an dem gerade ausgefunden. Eine, wie gesagt, leider nur die Arbeiterin. Naja, und ja, wir suchen jetzt einfach mal weiter. Die sind ja vor allen Dingen, also die meisten gibt es ja in NRW, weil es dort halt sehr viele Laubwälder gibt. Aber ich bin hier in Thüringen, da gibt es die scheinbar auch. Und am liebsten halt in kleinen Eicheln oder in solchen Brombeersträuchern. Ja, und genau, wenn ich wieder was finde, melde ich mich wieder. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal kurz, wie ich das mache. Und zwar sucht ihr euch am besten einen Holunderstrauch. Und dann braucht ihr am besten noch eine Tüte. Die Größe ist eigentlich egal. Ja, hier habe ich eine leere. Und dann guckt ihr halt hier runter, geht ihr so runter. Und sucht nach Holunderästen. Die Holunderäste haben ja innen immer so eine Füllung. Ja, ihr seht hier, wir haben hier einen Holunderast. Ja, hier ist so ein bisschen weißes Zeug drin. Hier ist einfach eine Fliege, lol. Und dieses weiße Zeug hier, das ist halt dafür da. Das ist halt die Innerei dieses Astes. Und am besten sucht ihr dann welche mit solchen kleinen Öffnungen hier. Ja, also wo solche Löcher drin sind. Und dann ist es dort halt sehr wahrscheinlich, dass dort Leptothorax, Hymnothorax drin sind. Jo Leute, ich hab's instant. Ich zeig's euch mal. Und zwar habe ich hier gerade bei einem anderen Busch noch geguckt, bei dem hier. Und da war hier so ein Ast, hab mir so gedacht, ja komm, ich gehe jetzt eh nach Hause. Find ja nichts mehr. Und hier sind aber richtig viele drinne. Ihr seht schon, starker Wind, aber hier läuft eine Arbeiterin rum, hier auch. Ich habe hier schon mindestens 10 Arbeiterinnen gesehen, ja. Also hier hinten auch in der Ecke ganz viele. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon mindestens 10 Arbeiterinnen gesehen. Und ich habe also den Asken, habe den so aufgebrochen, da waren die direkt drinne. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Königin dabei ist. Ich nehme jetzt noch die andere Tüte und dann geht es nach Hause und da gucke ich dann, was jetzt da ist. Ja. So Leute, und zwar bin ich jetzt wieder im Hobbyraum hier. Und zwar habe ich hier so zwei Ferrero Rocher-Boxen übereinander und hier in der oberen nur ist jetzt hier alles drinnen. Ich war gestern schon mal an dem Ort und ja, hatte ich ja schon gesagt, dort die eine Arbeiterin ist ja auch noch drin. Ja, gemacht, die sind auch gerade beschäftigt und holen die Brut. Ja, hier ist eine Arbeiterin gerade, die suchen halt jetzt die Brut. Und ich habe jetzt nicht geguckt, ob eine Königin dabei ist, weil ich die Nester hier nicht zerstören will, also die Stöcke. Ich meine, ich denke, es ist eine Königin dabei, weil so viel Brut, so viele Arbeiterinnen. Müsste eine Königin dabei sein. Ich hoffe halt, sie ist nicht rausgefallen. Ein Baututorial werde ich dazu jetzt aber nicht machen. Ja, guckt einfach in der Infokarte hier oben vorbei. Dort findet ihr dann mal, findet ihr von dem lieben Kanal Rix Ameisen. Mein YouTube-Kollege findet ja ein Video, wie er für Leptothorax, Hymnothorax ein Video gemacht hat. Nest-Tutorial und so. Und ja, ich lasse die jetzt hier noch schön einziehen und so. Und dann bekommen die auch bald neues Nest und so. Ja. Genau, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Update zu denen ist dann, wie sie ins neue Nest eingezogen sind wahrscheinlich. Oder halt neue Arena und so. Und ja, dann macht euch noch einen schönen Tag oder was halt gerade ist. Und da würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.